Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Claudi und Timmy in diesem wunderschönen Herbstwald. Timmy ist schön warm eingepackt hier oben drin, weil es ist kalt, wir haben schon November. Aber nichtsdestotrotz scheint die Sonne und ich habe euch ein Märchen mitgebracht, und zwar das Märchen vom kleinen Eselein. Das lese ich euch jetzt vor. Es waren einmal ein König und eine Königin, die in einem großen Reichtum lebten und alles hatten, was sie wollten, außer einem Kind. Endlich ging ihr Wunsch in Erfüllung und die Königin gebar einen Sohn. Doch als sie das Kind betrachtete, sah sie, dass es ein kleiner Esel war. Die Königin war schrecklich bestürzt, doch der König sagte tapfer: Gott hat ihn uns gesandt. Er ist mein Sohn und mein Thronerbe. Ich befehle, dass niemand ihn anders behandelt als einen normalen Prinzen. So wuchs das Eselein wie jedes andere Königskind heran. Der König ordnete an, dass alle Spiegel im Palast entfernt wurden, damit der kleine Esel nicht merkte, dass er anders war. Er wuchs glücklich auf und hatte ein freundliches Wesen. Er war froh, wenn er spielen oder Menschen helfen konnte, und er liebte die Musik, vor allem die Laute. Er lernte fleißig und als er heranwuchs, konnte er das Instrument mit seinen Hufen genauso gut spielen wie der beste Lautenspieler im Land. Eines Tages ging der inzwischen erwachsene Prinz allein spazieren und blickte zufällig in einen Brunnen, der mit glasklarem Wasser gefüllt war. Und zum ersten Mal sah er sein eigenes Spiegelbild und er war erschrocken und entsetzt. Jetzt, wo ihm klar war, dass er in Eselsgestalt durch die Welt ging, wusste er nicht, wie er seiner Familie und seinen Freunden gegenübertreten sollte. Deshalb rannte er davon. Da sieht man den kleinen Esel, wie er sich im Brunnen sieht und furchtbar erschrocken ist, weil er feststellen musste, dass er ein Eselein ist. Und dann ist er weggerannt. Naja, da bin ich mal gespannt, wo er dahin rennt. Er wanderte durch weit entfernte Gegenden, bis er schließlich in ein Königreich gelangte, von dem er gehört hatte, dass dort ein alter König regierte, der eine wunderschöne Tochter hatte. Der Esel hätte diese Prinzessin zu gern einmal gesehen. Deshalb trottete er zum Königsschloss hinauf, setzte sich vor das Tor und fing an, auf seiner Laute eine wunderbare Melodie zu spielen. Der König saß gerade mit seinem Hofstaat beim Abendessen im großen Saal, und als man ihm sagte, dass draußen vor dem Tor ein Esel saß und meisterhaft Laute spielte, wurde er von einer großen Neugier gepackt. Im Saal gab man ihm direkt den Platz neben dem König und er befahl, den Esel sofort hereinzubringen. Er saß beim Hofstaat und aß zu Abend. Der König selbst sorgte dafür, dass der Esel die besten Speisen und Getränke erhielt und es bequem hatte, und der Esel unterhielt den König aufs Allerbeste. Nach einiger Zeit, in der sowohl der Esel als auch der König sich bestens amüsiert hatten, betrat die wunderschöne Prinzessin den großen Saal. Sie war so schön, dass der Esel völlig gebannt von ihr war und seinen Blick nicht mehr von ihr abwenden konnte. Der König bemerkte das natürlich und fragte: Eselein, gefällt dir meine Tochter? Oh ja, hauchte dieser, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schön ist wie sie. Dann wirst du jetzt auch neben ihr sitzen, sagte der König. Der Esel konnte sein Glück kaum fassen, als der König seiner Tochter befahl, auf der anderen Seite des Esels Platz zu nehmen. Der Eselprinz zeigte, dass seine Manieren vollkommen waren. Er reichte der Prinzessin Speisen und Getränke und verzauberte sie mit einem artigen Gespräch. Er war die Güte selbst und nichts war ihm zu anstrengend. Am Ende des Festmahles mochte der König den Esel sehr gern und lud ihn ein, im Schloss zu bleiben, solange er wolle. Einen Monat später waren der König und der Esel die besten Freunde. Und 6 Monate später bot der König dem Esel die Hand seiner Tochter an. Der Esel nahm das Angebot mit Freuden an, denn er hatte sich Hals über Kopf in die Prinzessin verliebt.
Die Prinzessin aber war schon sehr besorgt. Sie hatte den Esel zwar auch sehr lieb, aber er war doch immerhin nur ein Tier. Wer wollte ein Wesen zum Mann haben, der eigentlich im Stall leben müsste? Dennoch wurde eine prachtvolle Hochzeit mit einem herrlichen Festmahl gefeiert. Der Esel war überglücklich. Als Schlafenszeit war, vergewisserte er sich, dass er mit der Prinzessin allein war und verschloss die Tür des Schlafgemachs. Dann warf er mit seinem Mahl seine Eselshaut ab und stand als wunderschöner Prinz vor der Prinzessin. So bin ich in meinem Inneren, sagte er zu ihr. Dies ist mir noch nie zuvor gelungen. Deshalb hat mich auch noch niemals jemand so gesehen wie du. Die Prinzessin war außer sich vor Freude. Sie umarmte ihren schönen Prinzen, küsste ihn und hatte ihn sehr lieb. Als der Morgen dämmerte, stand der Prinz früh auf und legte seine Eselshaut wieder an. Dann gingen er und die Prinzessin zum Frühstück. »Wie geht es dir, meine liebe Tochter?« flüsterte der alte König besorgt. »Bist du sehr traurig?« »Oh nein, Vater«, erwiderte die Prinzessin, »ich liebe meinen Mann, als wäre er der Schönste auf der ganzen Welt, und das werde ich tun, solange ich lebe.« Der König war hoch erfreut, aber er wunderte sich schon etwas. Er war sogar so erstaunt, dass er vermutete, die Dinge wären nicht ganz so, wie sie schienen. In der folgenden Nacht wartete er, bis das Paar eingeschlafen war. Dann öffnete er leise die Tür des Schlafgemachs und spähte hinein. Er staunte nicht wenig, als er einen schönen Prinzen im Bett und die Eselshaut auf dem Boden liegen sah. Leise nahm der König die Haut und verbrannte sie. Dann kehrte er zu dem Schlafgemach zurück, wartete vor der Tür und lauschte. Am Morgen wollte der Prinz seine Eselshaut anziehen, aber er konnte sie nirgendwo finden. Er war außer sich vor Entsetzen. »Oh Gott, was werden die Leute sagen?« klagte er. »Sie werden nicht glauben, dass ich es bin.« Doch in diesem Augenblick kam der König hereingestürzt und sagte, »Mach dir keine Sorgen, mein Sohn. Ich weiß, dass du der Esel bist und du wirst von mir geliebt, egal ob du die Gestalt eines Tieres hast oder die eines schönen Prinzen. Bleib für immer hier. Ich gebe dir die Hälfte meines Königsreichs und wenn ich gestorben bin, wirst du über das Ganze regieren.« Da war der Prinz hoch erfreut. Er besuchte mit der Prinzessin auch seine eigene Familie, die überglücklich war, ihn nach so langer Zeit zu sehen, egal ob er Mensch oder Esel sei. Als die Zeit gekommen war, herrschte das glückliche Paar schließlich nicht nur über ein Königreich, sondern sogar über zwei. Da seht ihr mal, so ein glückliches Ende, dass der König die Eselshaut verbrannt hat, aber jeder hat ihn trotzdem lieb gehabt, egal ob er Esel oder Mensch war. Und so sollte es auch sein bei uns Menschen, egal wie wir aussehen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, bis bald.